Ja, und weiter geht's hier mit einer neuen Folge in The Hunter Call of the Wild. Und ich gehe mal wieder hier in Finnland auf die Jagd. Bin übelst gespannt, was wir heute hier sehen. Ich habe ja noch nichts anderes entdeckt auf der Map. Deswegen starten wir hier wieder im Camp und machen uns einfach mal auf die Sorgen. Also legen wir los. Gucken mal kurz nach dem Wind. Ja, Wolski. Also ab Richtung Norden. Da war ich noch gar nicht. Da hatte ja beim letzten Mal der Wind gedreht und wir waren hier unten in dem Bereich. Und jetzt eskalieren wir weiter da oben. Und vielleicht finden wir da oben ja auch noch eine neue Base. Also Attacke Vollgas. Wir sehen uns gleich wieder. Guck mal, der hat direkt was entdeckt, Alter. Sehr, sehr gut. Ich bin noch nicht mal raus hier aus der Base so richtig. Und ich scanne natürlich schon mal direkt hier ein bisschen rum. Und was sehen meine müden Augen? Ein Haselhuhn. Ja, und jetzt muss ich natürlich mal gucken in die Kommentare von euch. Unter dem letzten Video, denn da wurde schon geschrieben, welche Arten von Hühnern man oder Vogelviechzeug man direkt aus der Luft runterballert und welche man einfach kill on sight sofort vom Boden weg klatschen kann. Also, gucke ich mir mal eben an. Der Rider on Bike hat's geschrieben. Alpenschneehuhn und Moorschneehuhn. Nur in der Luft. Der Rest geht auch vom Boden. Ich hoffe, dass das so passt. Gehen wir mal vorne aus. Der Rider on Bike wird das wohl wissen. Der ist auch dafür verantwortlich, dass ich jetzt hier in dem Game schon rumrenne. Denn der war so geil und hat das Game einfach mal hier reingespendet. Ich wollte noch gar nicht und habe mich echt noch gewehrt und gewehrt und gewehrt. Und auf einmal, naja, da hatte ich es dann. Also, rein da. Wir gehen hier mal auf 50 Meter. Das Ding war hier 80 entfernt. Ich aim ein bisschen drüber. Das war zu viel. Oh, das hat aber gefiepst. Das hat aber cool gefiepst. Übrigens, Setup noch wie zuvor. Ich finde, das ist soweit okay. Ich habe bisher noch keinen Nachteil irgendwie empfunden, also passt. Hier hätte ich natürlich jetzt auch Kaliber 1 das, die Valorant hieß sie. Valorant heißt es nicht. Die Valorant heißt sie, glaube ich. Alter, ich bin so lange schon raus wieder aus dem Game. Aber die andere Kaliber 22, das andere Gewehr, war immer auch richtig, richtig geil mit 10 Schuss drin. Aber ich muss sagen, hier auch diese militärischen Waffen. Ich finde allein so vom Sound und vom Style her passt es schon ganz gut. Nehme ich gerne mit und ich bin auch übelst gespannt, wie die sich machen, wenn wir dann halt auf Kleinviechzeug halt auf die Luft oder in der Luft schießen. Gucken wir mal. Gucke mal da. Hat also gewirkt. Wir haben jetzt hier eine Silberwertung auf dem kleinen Gockel aller schickes Dingen. Schön. Haselhuhn. Haselhuhn. Vielleicht kann das gar nicht fliegen. Haselhuhn. Und es ist, glaube ich, immer noch genau die KSG-Munition. Das ist die, die kaum Aufpilzung hat, aber dafür eher durchschlägt. Ja, haben wir geschafft. Auch sehr, sehr schick gemacht. Super, super geil, sehr detailliert. Richtig cool gemacht. Also, mitgenommen. Erster Gockel. Und ich latsche mal jetzt weiter. Wir sind, glaube ich, hier auf einer ganz guten Tour. Ja, ich werde hier so grob irgendwo hier nach oben gehen und dann mal gucken, ob hier irgendwo die nächste Base ist. Zack, guck mal da, Alter, da bin ich jetzt gar nicht weit gelatscht. Scan hier direkt die Area ab. Eurasischer Lux 2 nur. Ist da noch jemand anders vielleicht? Müssen wir natürlich extrem vorsichtig sein. Eurasischer Lux passt immer super gut auf, ist immer sehr sneaky unterwegs. Das heißt, dementsprechend müssen wir auch ein bisschen vorsichtig unterwegs sein. Irgendwas quietscht doch hier. Irgendwas quietscht hier. Vielleicht in der Luft. Ich glaube nicht, dass das die Side-Sounds waren, die hier einfach für die Atmosphäre sorgen. Oh, wow, wow, wow. Oh, guck mal da. Alter, hier ist ja richtig was los. Alter, mega, mega, mega gut, ey. Ja, was nehmen wir denn jetzt hier? Geht ja schon wieder gut los, ey. Was nehmen wir denn jetzt hier?
Ich würde sagen, ich sneak noch mal ein bisschen rum. Scan hier noch mal ein bisschen weiter ab. Bevor ich jetzt hier anfange rumzuballern, wie so ein Wilden. Gucken wir mal, was es sich am ehesten lohnt, oder? Ich meine, so ein Weibchen, eurasischer Luchs hatte ich ja schon. Aber eben auch nur Stufe 2. Dann vielleicht auch eher noch so ein Hirsch oder so. Ich renne noch mal eine Runde. Und guck mal da. Eurasische Pfeifenente landet da hinten auch gerade. Alter, ohne Scheiß, hier ist ja richtig viel los, ey. Nack, 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 nack. Tundra Saatgans. Alter, wie krass. Was geht hier ab? Was geht hier ab? Was geht hier ab? Eurasische Pfeifenente wieder. Noch eine. Alter, ohne Scheiß. Das ist aber cool, ey. Das ist ja richtig, richtig cool. So, jetzt gucken wir hier nochmal eben. Das ist halt nur Stufe 2 alles. Auch nicht so grandios. Ich meine, die Weißwedel, die kriegst du halt auch ständig. Alter, Falter, ohne Scheiß. Das ist ja richtig, richtig wild hier. Und gar nicht mal so einfach. Also von der Area her finde ich schon mal sehr, sehr geil. Dieses bisschen Sumpfige hier. Ich bin ja noch gar nicht hingerannt. Aber dieses Sumpfige hier vorne, das sieht schon mal richtig, richtig cool aus. Ja, eurasischer Luchs hockt irgendwo hier vorne immer noch rum. Und was mich halt wirklich ein bisschen irritiert, und das macht es gerade, glaube ich, richtig schwierig, die Gänse, die schnattern oder Enten, die schnattern da oben in der Luft rum. Und irgendwie muss ich sie wahrscheinlich am besten runterkriegen. Das heißt, ich gehe oder versuche erstmal ein bisschen in Richtung Wasser zu gehen. Versuche sie dann vielleicht nochmal anzulocken. Denn so schnell, wie die hier langpfeffern, Alter. Wie soll ich die denn aus der Luft schießen? Das ist ja krass. Miau. Oh, 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 hier vorne. Eurasische Pfeifenente. Weibchen. Und, kann ich es markieren? Da, Männchen. 43 Meter. Noch ein Weibchen. Wir versuchen, das Männchen zu kriegen. Und die anderen auch. Also ohne Scheiß, das ist so cool. Also ich finde es so cool. Gerade diese kleinen Viecher versteckt, Enten, keine Ahnung. Kleine Viecher machen halt irgendwie mehr Bock. Es ist halt deutlich schwieriger, die überhaupt mal zu entdecken. Man sucht hier viel mehr rum. Ich finde, die sind optisch auch super gelungen. Mega schick gemacht. Mega schick gemacht. Super geile Texturen. Das hat aber so gerade noch gewirkt hier. In den Muskel rein. Zack, Silberwertung. Und hier vorne war das Männchen. Rabams, auch da eine Silberwertung. Ja, richtig gut getroffen auch hier. Komplett rein, beide Lungenflügel. Mega gut, ey. Sehr, sehr nice. Finde ich super schick gemacht. Sehr, sehr, sehr cool. Die Glanzeffekte da drauf. Ich bin echt gerade sehr angetan davon. Macht, wie gesagt, richtig Bock. Und jetzt aber mal weiter hier in Richtung Wasser. Und gucken, ob wir noch was sehen. So, ich habe mal das erste Lockdingen mitgenommen. Was haben wir jetzt hier? Das ist jetzt hier die Lockpfeife. Eurasische Pfeifenente, oder was? Nee. Nee. Oder oben callen sie schon, oder was? Ach komm. Eurasische Pfeifenente, lull. Wie sie abgehen, R2D2.
Das ist ja geil, Alter. Alter Faller. So, wie kriege ich die denn jetzt vom Himmel geschossen? Kannst du dir doch jetzt nicht ausdenken, Alter. Wie hoch sind denn die? Die sind eurasische Pfeifenente. Sieht man nicht, ne? Auf die kurze Zeit, Alter. Kann ich ja gar nicht. Da kommst du ja gar nicht hinterher mit der Maus, ey. Guck mal, wie schnell die sind. 200 oder sowas. Soll ich mal testen, einfach draufballern? Ich gehe auf 150, aim ein bisschen vor. Oh, wait. Da knattert noch irgendwas anderes. Oh, hier kommt gerade was runter. Nee, direkt bei mir, close. Nein, wie geil. Ich pfeife hier doch ein bisschen. Oder sind sie jetzt alle weg? Alter, was sind das? Das sind doch Gänse. Wait. Habe ich was mit Gänsen? Auf V6. Tundra-Pfeifengans oder sowas. Saatgans. Achso. Den kennen wir ja schon. Okay, ich glaube, die drehen auch ab. Sie haben ihre... Ja, und jetzt kann ich sie markieren. Vorher nicht. Hier, Stufe 3. Stufe 2, Stufe 3. Oh, aber ob die jetzt kommen, ich weiß es nicht. Und hier kommen bestimmt wieder die Pfeifendinger. einfach zu wild, ey. Und wie das laut ist allen. Der quietscht in den Ohren. Alter, ohne Scheiß, ich müsste mir so ein Zelt hier hinstellen, ne? Ich hocke ja die ganze Zeit so im Halboffenen. Aber so ein Tarnzelt wäre doch gar nicht so schlecht. Da kommt die nächste runter. Hier. Männlich, Stufe 2. Noch ein. Wo sei der Gockel? Noch eine. Alter, da kommen sie alle runter. Okay. 5 Schuss. Stufe 2. Komm, ein noch. Boah, krass. Aus der Luft, ob das noch was wird. Der lädt aber lange nach, Alten. Oh ne, guck mal hier, ey. Wie die denn. Alter, die kriegst du doch nicht aus der Luft geballert, oder? Krass. Also, das ist, glaube ich, schon mal richtig gut. Und ich denke, da kann man. Cool. Da kann man, glaube ich, hier richtig, richtig nice. Vielleicht sogar mit diesem Entenzelt. Mit dem Vogelschrot. Alter, die Sahnen waren so nah auf dem Haufen. 2 Schuss da rein von 3. Und gut ist. Das ist ja nice. Das werden wir auf jeden Fall nochmal machen. Ich renne aber jetzt nochmal ein bisschen weiter. Nochmal weiter in Richtung Norden. Nicht verkehrt, das merke ich mir. Ja, wie gesagt, weiter ein bisschen Strecke machen. Ich hätte halt gern nochmal irgendwie eine zweite Base hier. Tja, und da vorne sieht man wieder ein bisschen was durch den Wald. Nervös, weil ich gerade schon normal marschiert bin. Auf 180 Meter quer durch alle Bäume durch. Die Weißwedel hier schon wieder. Sollte ich vielleicht zumindest mal das Männchen mitnehmen, ne? Wir gehen mal grob in die Richtung. Die Frage ist, komme ich hier durch diese ganzen Bäume durch? Bei so vielen Bäumen wird es schwierig. Da. Doch, das sieht auch gut aus. Ich muss aber noch mal ein bisschen näher ranzoomen. Doch, das sieht auch gut aus. So, jetzt nehmen wir noch mal die Entfernung.
Ungefähr 170, das ist gut. Vielleicht komme ich auf 150 Meter dran. Dann nehmen wir uns den Otto hier vor. Der müsste doch bestimmt gleich aufstehen und sich denken, na nun, na. Wer trampelt hier durchs Getreide und durch die Saat? Ja, 140. Sollen wir ihn so liegend nehmen? Da ist doch jetzt keiner vor, ne? Den nehmen wir so liegend, ey. So, und da vorne liegen sie doch auch schon. Und halt. Und da rennt gerade noch einer weg. Okay. Also, hier haben wir sie. Doch ganz gut getroffen anscheinend. Im Liegen. Ja, zumindest hier den einen Lungenflügel knapp am Herz vorbei. Knapp dran vorbei. Passt aber doch männlich Weißwedel mitgenommen. Und der zweite Schuss aufs Weibchen, zack. Alter, beide Lungenflügel sogar. Sehr gut. Okay. Haselhuhn, Warnruf, da. Das Haselhuhn. Das ist ja wieder cute, ey. Komm ran hier, allen. Na, guck mal da. Kleines Haselhuhn. Zack, hinterrücks. Komplett mitgenommen. Passt. Weibchen, Silberwertung. Jo. Ha. Ich hab doch gerade gedacht, Moment mal, da flattert doch eine Gans. Zack. Und erwischt. Ei, die ist aber weit weg abgestürzt. Krass. Aber immerhin mal schöne Gans wieder aus der Luft geschossen. Belohnt worden mit einer Goldwertung. Sehr schön. Aus 142 Meter Entfernung. Rabems getroffen. Mitgenommen. Hatten wir schon. Kanada-Gans. Aber die sind auch so groß. Die trifft man auch ganz gut aus der Luft. Und vor allem sind sie nicht so schnell. So, jetzt aber ein bisschen Gas geben wieder. Ab Richtung Norden. Ich habe schon ordentlich Strecke gemacht. Ich weiß bloß nicht, wo ich jetzt hier... Ich glaube, ich hole mir erstmal den Aussichtsturm. Puh, ey. Das sind doch mal große Plattformen hier. Sehr, sehr cool auch gemacht. Ja. Richtig schön gebaut. Mal ein bisschen anderer Style. Nice, gehen wir mal hoch. Ob man jetzt von hier oben... so schön auf Augenhöhe mit den ganzen Gänsen, die hier rumfliegen kann, fliegen, dass man dann so schön auf Augenhöhe die Gänse wegballert. Ob die hier so rumflattern? So, entdecken wir erstmal hier die Area. Yeah. Ja, viel Wald. Aber zum Glück nicht so mega dicht. Ah, sehr gut. Und hier sind die nächsten Außenposten. Wobei ich ja fast vermute, dass hier irgendwo auch noch Außenposten sind. Aber der nächste ist der. Und wenn der Wind passt, tut er, dann gehen wir da genau hin. Braunbär! Gerade schon eine Spur gesehen. Und da ist er. Geil.
Alter. Ja, abgefahren. Abgefahren. Und wie sie wild aussehen und strubbelig. Und wie das Fell gemacht ist, Alter. Nice. Ach krass, wie das Licht und der Glanz da drin durchgeht. Cool, 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 cool. Sehr, sehr geil. Trophäe bestätigen. Alter, mega nice, ey. Mega nice. Alter Falter. Sehr, sehr, sehr cool. Ah. Ja, ne? Auf 117, 118 Meter. Sehr schön, ey. Abgefahren. Sehr, sehr nice. Krass. Freue ich mich auf eine dicke, fette Trophäe. Freue ich mich auf eine... Ja, ich sammle ja eigentlich nur noch Diamonds ein. Bin ich echt gespannt, wie die Großen dann davon aussehen. Wow, auch wieder richtig cool hier von den Lichtverhältnissen. Hier vorne glitzert so die Sonne durch. Mega cool. In der Area hier einige... Ja, eurasische Luchse, die hier rummeckern. Irgendwo da hinten moppert ein Männchen rum. Zweite Mal schon. Aber wenn die sich flach machen und abhauen, ich denke, der ist ein ganzes Stückchen weiter als hier die 100 Meter, der wird wohl ja so in Richtung 150 vielleicht sogar schon sein. Ja, ich bin hier mittlerweile oder endlich an der Base am ersten Außenposten, den ich entdeckt habe hier auf der Map. Bisschen kahl wird es hier in der Area. Aber nichtsdestotrotz, bisher sehr, sehr cool. Was, das hier ist alles? Nee. Nee. Alter. Das ist ja wild. Cool. Auch einfach mal eine neue Idee. Ja, hast du hier einfach mal komplett alles dabei. Komplettes Survival Pack, Alter. Nicht schlecht. Und dann hast du hier einfach nur so einen Regenschutz. Bisschen Feuerholz. Abgefahren. Klar, wofür gibt es denn hier die Mülltonnen? Ja, oder einfach verbrennen das ganze Gedöns. So macht man das. Alden, abgefahrener Scheiß. Cool. Also, wir werden auf jeden Fall demnächst auch mal schön auf Entenjagen gehen. Schön mit Zelt, mit Schrot, allem drum und dran. Ich glaube, da geht noch ein bisschen was. Und natürlich weiter die Map erkunden. Wenn das Ganze gefallen hat, Daumen da lassen fürs Video, den Kanal abonnieren nicht vergessen. Und dann sehen wir uns in einem der nächsten Videos oder auch mal im Livestream auf Twitch. Bis dahin.